Drei Mario Kart 8 Mythen, die ich jetzt aufklären werde. Platz Nummer 3 ist die Frage, ob einen Münzen wirklich schneller machen und wenn ja, um wie viel. Und dazu gibt es nur eine richtige Antwort und zwar... ja. Um wie viel genauer man aber schneller wird, kommt jeweils auf den Charakter und auf das Kart an. Bei dieser Kombination mit Knochentrocken war man zum Beispiel 0,5 Sekunden schneller bei einem Fahrtweg von 10 Sekunden aus dem Stand. Und ich habe ja so gehört, dass alle meine Follower mindestens doppelt so schnell werden. Also geht lieber auf Nummer sicher. Platz Nummer 2 geht darum, welche Kartkombination am besten ist. Und da gibt es eine eindeutige Antwort. Am besten wählt ihr einen Charakter aus dieser Liste hier aus, wobei Cruiser ein bisschen langsamer sind, aber dafür besser steuerbar. Und eines dieser Karts. Als Reifen wählt ihr dann einfach die kleinen Reifen aus und der Gleiter ist eigentlich relativ egal. Euer Setup könnte zum Beispiel so aussehen. Also wenn ihr mit dieser Kombination immer noch nicht gewinnt, also dann weiß ich auch nicht. Und Platz Nummer 1 ist der Mythos, ob trotz all dem Luigi der beste Nintendo-Charakter aller Zeiten ist. Ja.